Also, da unten ist die Werkstatt, das war die Stube des Knechts. Ich meine, Knecht gibt es heutzutage nicht mehr. Heute knechtet euch entweder die Frau oder das Balkon, so je nachdem. So, und jetzt geht's in die Wohnung. Da haben wir halt. Man sieht übrigens hier, wenn man den Repräsentativbau, dicke Mauern, ehemals runde Fenster, noch die Stockhöhe, wir haben einfach das Jahr 1585, stellt sich das Ganze als Bauhaus vor, nämlich keine so hohen Räume, keine runden Fenster. Bloß Räume sind sie alle hip beachtet, dass der Mensch einfach größer wird, als es Tiere kriegt, das hat noch die damalige Größe. Und hier haben wir das Schlafzimmer. Da sieht man eigentlich ganz deutlich den Katholizismus. An der Wand meistens Kommunionbilder oder Totenbilder. Also zur Kommunion hat es eigentlich von der Kirche immer so eine Erinnerungsurkunde gegeben, was den Totenkult betrifft oder auch nicht. Da ist schon mal ein Kind im Ersten Weltkrieg gestorben. Da haben wir Claras Großmutter in Form ihrer leiblichen Haare, 1906 verstorben. Ja, 1906 einfach verstorben. Ich muss das erst mal gehört haben oder mitgekriegt haben, da bin ich auch erschrocken. Etwas makaber, aber so makaber ist das, wenn man heutzutage eine Kaminreise antritt, dann kann man die Asche auch in Diamantgläser und hat den Verwandten immer um den Hals. Da war natürlich der Wäscheständer, unter anderem auch die Unterhose mit dem Schlitz. Das Kindheit auch fast keiner mehr, aber war natürlich durchaus üblich, üppiger als Mann darüber zu sprechen, ob das aus der Mode kam oder was für Gründe das auch immer hatte. Und da natürlich dann habe ich die Küche. Da hinten in der Ecke fehlt was ganz Entscheidendes, nämlich der Wasserhahn. Aber es ist biologisch bewiesen, natürlich, wenn man da unten aus der Lauer lebt, dann kann man auch problemlos 92 Jahre alt werden. Ja, dann haben wir hier, eigentlich, das ist eigentlich von der Sache her nichts Besonderes, so der Universalhof, der Engländer, der würde jetzt sagen, all in one, also da das Schiffle zum Wasser warm machen, der Backofen Teil, da natürlich die Herdplatten, da liegt eine Waffeleise drauf, wenn man das so sieht. Zum Wenden soll die übrigens wieder Mode sein, die Dinger, tut man in Smoker rein jetzt anscheinend. Ich meine, das hat eigentlich dahingehend eine Raffinesse. Für die, die man gewusst hat, da hat man hinten noch das Rezept drauf geschrieben. Ich war mit dem schwäbischen Haushalt eigentlich nicht fehlen darf, das ist die Spätzlesmaschine. Ich meine, Badenser können das auch erwähnen, die drucken Kartoffeln ein, dann gibt es Püree. Ja, dann hatte ich noch genagelte Schuhe, so eine Geschichte, hört dann auf mit dem Teer, da wäre die Sohle dann einfach zu warm drum laufen, jetzt mir wahrscheinlich wieder ganz normal auf Sohlen. Dann hatte ich die katholische Ecke, ich meine, das im Bayerischen, würde man jetzt sagen, oder im Allgäu, der Herrgottswinkel. Ich meine, wir sind hier im Land Hohenzollern und wir sind die katholischen Preußen. Ändert sich heute nach 1850, da kommen unsere Vettern aus Berlin, natürlich erzevangelisch, und kaufen uns auf. Aber nicht umsonst können sie heute noch auf dem Zoller katholisch, evangelisch und russisch-orthodox heiraten. Wir sind natürlich preußisch katholisch geblieben. Das hat man eigentlich ein Allerheilig aufs Grab gelegt. Eigentlich statt heute legt man ja ein Kranz oder Bouquet hin. Eigentlich schon wieder modern dahingehend, im Sinne von recycelbar und so weiter und so fort. Und da haben wir einfach die Ecke der Familie, in der Mitte der Vater, 1925 hier auf der Mühle verunglückt, übrigens in den Eckenbildern seine leiblichen Haare. Und da haben wir die beiden Brüder, nämlich der Josef und der Wilhelm. Josef und der Wilhelm,
Wilhelm ist gefallen, Josef eigentlich vermisst, aber nach biologischen Maßstäben wird er wohl nicht mehr leben. Übrigens da eine Raffinesse, da haben wir ein Bild der ganzen Familie. Also zum einen ist natürlich der Vater später reinretuschiert. Das macht ja heute fast der Grundschüler mit dem Handy. Aber 1926 war das natürlich eine besondere fotografische Leistung. Sieht man einfach da dran, der älteste Sohn, nämlich der Josef, der trägt noch die Trauerbinde vom Tod des Vaters.